willkommen zu Vlogmas! Tag Nummer 5. Tatsächlich ist morgen schon Nikoläuschen und fast eine Woche um. Wir haben es jetzt kurz vor 3:30. Omis einkaufen, auf die warten wir. Und jetzt kommt sie exakt in dieser Minute nach Hause gefahren. Und dann hält ich erstmal der Omi. Soll ich dir die Flasche aufmachen, den Einkauf reinzubringen? Guck mal, Oma kommt, Rosi. Wer hat denn den Keks hier hingelegt? Nee, Schatzilein, Oma ist hier. Nicht in der Küche, Mausezahn. Guck mal, da liegt schon alles. Hat sie alles hier hingelegt. Wow. Ja, wow. Kamilein, aus. Die Maus. Komm mal rein, Schatzilein. Das ist ja mega eisekalt schon wieder da draußen. Boah. Eieiei. Oma ist schon ganz ausgehungert. Die konnte kaum klar noch denken. Deswegen machen wir jetzt eine Brotzeit und dann gibt es heute Abend warm. Ich glaube, ich habe euch schon mal die weltbeste Streichcreme von DM gezeigt. Curry Papaya Mango. Ein Hit, sage ich euch. Dazu ein richtig leckeres Vollkornbrot. Morgen zum zweiten Advent gibt es bei uns wieder Ente, Rotkohl und Kartoffeln. Da haben wir unsere Nachbarn zum Essen eingeladen. Und Röschen, du schmeckst jetzt schon, ne? Wie süß sie lacht. Steht jetzt zwar wieder schief, aber das macht nichts. Wie bitte? Das ist doch toll, danke. Das Einzige, was ich noch gekriegt habe, sind Bio-Bohnen. Dann habe ich jetzt drei normale mitgebracht. Hier macht ein bisschen dicker Schälen oder so, ne? Unser Lieblingsnaschi zu Weihnachten. Oh, die sind so lecker. Die kennt ihr bestimmt, diese ganz typischen Schoko-bestreuselten Tellerchen hier. Oh, lecker, ne? Ja, wenn man erstmal einmal anfängt, ja, dann Tschüssikowski. Hinter euch lädt jetzt gerade Vlogmas Tag 3 hoch und dann werde ich Vlogmas Tag 4 auch gleich noch schneiden. Und entweder werde ich den heute Abend online stellen oder morgen zum Nikolaus, denn morgens und Tag 5, also heute, denn abends. Ihr denkt jetzt auch, Alter, was redest du da, Jule? Aber ich muss unbedingt das Ganze wieder aufholen und auf Null kommen, weil sonst komme ich wirklich nicht mehr hinterher. Aber ich habe so viele verständnisvolle Nachrichten bekommen von euch. Und deswegen bin ich, was das angeht, wieder ein bisschen beruhigt, weil ich hatte so ein schlechtes Gewissen. Und ich bin dann auch irgendwann, ja, vor Erschöpfung mit eingeschlafen. Denn ich war ja noch mal einmal wach, aber sie wollte auch nicht zu Ralf, sie wollte nicht zu Oma, sondern nur bei Mama auf dem Arm. Und dann sitze ich natürlich nicht am Handy oder am Computer. Und hier habe ich noch ein Müsli-Krümel gefunden. Hähnchen ist natürlich wieder bei ihrer Freundin. Das ist eh das Schönste, ne? Dass sie hier ihre beste Freundin hat. Die spielen fast wirklich zu 99% jeden Tag. Entweder sind die Mädels hier oder bei denen drüben. Das ist einfach zu schön. Ja, und jetzt werde ich mich gleich am Vlogmas Tag 4 machen. Und einen Kaffee trinken. Und ein Schokokränzchen muffeln. Hm? Und Tee habe ich gekocht. Obwohl, ich trinke erstmal einen Tee. Bin ich hier beim Vlog noch gar nicht dazu gekommen. Auch hier mich nochmal zu entschuldigen, dass gestern halt Vlogmas nicht online gekommen ist. Aber es ging gar nichts mehr. Sie war dann nochmal wach, nachdem sie am Armbrusttisch eingeschlafen ist. Wie das denn so ist in den Phasen. Dann geht alles nur nicht ohne Mama. Und dann habe ich sie nachher nochmal hingelegt. Dann ist Heidi aufgewacht, als sie geschlafen hat und umgedreht. Und ach, hört mir auf. Und irgendwann bin ich vor Erschöpfung selber eingeschlafen. Das heißt, heute warten zwei Kalendertürchen. Vlogmas Tag 3 wird gerade verarbeitet, aber hat einen Status von 0%. Das dauert immer ewig und 10 Tage. Nachtisch, lecker. Lass es dir schmecken, mein Schatz. Was ist eigentlich hier für eine süße Friese bei dir, meine Maus, hm? Und dann müssen wir auch vor die Tür, damit es nicht dunkel wird. Jamikowski, hier gibt es jetzt Reis mit süß-sauer und Hähnchen geschnetzeltes. Und unser Lieblingsreis von allen ist der von Onkel Benzchen Langkorn. Und Rosalinchen kriegt Reis, das mag sie eigentlich auch relativ gerne. Und nochmal eine Portion Rotkohl. Und Omi hat hier schon für Nachtisch gesorgt. Apfelsine, was ist das hier? Auch eine Apfelsine. Achso, in diesem Sinne, piep, piep, piep. Guten Appetit! Haileys Freundin haben wir jetzt rübergebracht. So sieht dann immer das Schlachtfeld aus. Omi übernimmt jetzt den Abwasch, wollte ich gerade sagen. Den Geschirrspüler. Und wir werden uns jetzt worum kümmern? Darum. Was ist nämlich morgen? Nikolaustag. Genau. Und guckt mal, was wir jetzt letztlich, was heißt schon wieder wir, Hailey hier für eine wunderschöne Weihnachtsliste gemalt hat. Ich denke, man kann es sehr, sehr gut erkennen. Oma hatte die perfekte Idee.
ja, der passt perfekt. Wollen wir das hier hinstellen? Also könntest du ja ihm auch deine Lieblingskekse hier einmal mit hinlegen. Die würde ich aber auspacken, weil der hat ja immer so dicke Handschuhe an, Engel. Rosalie, du nimm mal deine süßen Flossen zur Seite. Den kann er sich dann eingepackt mitnehmen. Es fehlt noch was ganz Wichtiges. Was? Er muss unbedingt was trinken, meine Sonne. Was wollen wir ihm hinstellen? Milch. Alles klar? Ich bringe ihn. Gott, das ist so süß, ne? Nimm mal die Fettarme. Oma sagt, nimm mal die Fettarme. Ja. Aber nimm die Fettarme, der braucht nicht die gute Fette. Der muss ja schwer tragen, der darf ja nicht so voll. Was hast du dir da schon wieder geschnappt? Habt ihr gerade Rotkohlhände gewaschen? Ha? Aber solange Rose hier noch unten rumläuft. Ja, super, das schafft er eh alles nicht, Engel. Der hat ja auch gar nicht so viel Zeit. Ich stelle es jetzt einmal hier oben ab, bevor Rosaline nämlich hier gleich alles auseinander nimmt. Willst du einmal erklären, was du dir wünschst, mein Schatz? Ein Fußball, iPad, Fiebetoller und Erpetoller. Mhm. Also die Kinder haben schon mal ihre Schüchen parat gelegt. Ich zeige euch mal einmal, ich möchte ja nicht unverschämt sein, aber ich nehme einen schönen großen, den ich habe. Und Omi ist am wenigsten unverschämt. Ich wollte die nehmen, aber die sind mir zu schmutzig. Meine die sind ja auch dezent klein, ne? Ja, nee, ich nehme dann doch lieber einen etwas bescheidenen. Ich habe das Glück, meine sind picobello, weil noch nicht getragen. Die hatte ich doch neulich bei Deichmann gekauft, habe ich euch in einem Family-Blog gezeigt. So, einmal. Das ist sehr lieb von dir, mein Schatz. Komm, und hier kannst du deinen Teller noch hinstellen. Kalli, hör mal auf zu springen. Nein, nein, nein. Kalli, nein. Hier deine Wunschliste, Süßnis. Das hat sie alles alleine gemalt. Kalli, hör auf zu springen. Motti? Hier mein Schuh noch, wichtig. Vergiss mal deine Oma nicht. Hier, die kannst du ihm da auch noch hinstellen, weil nachher ist ja hier Licht aus, dass er es ein bisschen besser sieht. Möchtest du einmal Licht ausmachen, dass wir gucken, ob man alles gut sehen kann, mein Schatz? Gucke mal, Mottilein. Ja, ne? Hast du ganz, ganz toll gemacht, mein Schatz. Da wird er sich mega drüber freuen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das hier schon mal gezeigt habe, was wir alles haben. Weißes Glühweingewürz. Kartoffel-Allrounder. Stullen Spice in der italienischen, nicht fokussierten Variante. Und Rührei-Gewürz. Und was ist heute drin, mein Schatz? Guck mal, deine Lieblingsfarbe Gelb ist ja oft vertreten, ne? Oh, Raclette-Gewürz, das hatten wir schon mal. Das ist auch sehr, sehr gut und vor allem sehr passend. Und dann darfst du auch Mamas Nagellack-Kalender einmal oder Schellack-Kalender einmal aufmachen. Oh, Rosaline? No, 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 no. Nicht machen. Nein. Die drei hatten wir auch noch nicht. Doch. Heute ist die 5 dran, genau. Aber ich will die 5. Wow, ich hab's schon gesehen. Ich mache mir morgen auf jeden Fall die Nägel. Grün? Mega cool. Ich glaube, das ist der, als ich ihn bekommen habe, das Türchen habe ich, glaube ich, aufgemacht und schon geluschert. Superschön. Genau. Gehst du auf Heidis Schoß, Engel? Zack. Ja, danke schön. Einmal die Klammer. Oh, ich bin ganz gespannt. Na? Erstmal ich. Gut. Die Größe zuerst. Und du, Rosalie, greif auch rein. Nicht geschafft? Versuch nochmal. Der ganze Arm ist weg. Wow! Ich hab so eine, ich hab so eine. Ja, ist doch schick. Ja. Na dann komm. Du bist süß. Hayley hat wieder erlaubt, dass Rosi als erstes darf. Ja, genau, da gehen wir jetzt hin. Jetzt versteht sie es langsam. Aber wo ist denn deine Kugel? Aha. Komm her. Oh, Bella. Dann mal rauf da. Oh, schick. Super. Motti, warte, ich muss dir helfen. Brauchst du nicht. Großes Mädchen. Oh, wow. Schick. Vorsichtig. Guckt euch mal euren Baum an. Das ist ja der Wahnsinn. Ah. Mami sorgt für ein bisschen Weihnachtsstimmung hier noch. Super. Aber nicht so laut. Hayley ist nämlich so eine liebe große Schwester. Die malt jetzt für Rosalie. Die kann das ja nicht. Eine Weihnachtswunschliste, ne? Während die Kleinen jetzt hier noch am Malen sind, werde ich mal Vollgas geben und einmal schnell die paar Sachen im Kinderzimmer aufräumen. Ist das nicht schön geworden, was Motti gemalt hat auf die Schnelle? Willst du sagen, was das ist?
eine Maltafel. Genau. Und ein? Ein Kuscheltier. Und dann hast du auch noch dekoriert, ne? Du bist ganz zauberhaft, mein Schatz. Guck mal. Das bringen wir jetzt auch noch einmal runter. Und dann lesen wir ein Buch und dann geht's ab ins Bett. Jule freut sich auf Weihnachten. Das passt doch. Ja. Ach je, sagt Papa und gibt Jule einen Kuss. Neid ist wirklich kein schönes Gefühl. Aber man kann eben nicht immer bekommen, was man sich wünscht. Vielleicht hat Liv sich ja auch schon mal etwas gewünscht, was du nicht hast. Jule überlegt. Ben und Jule dürfen ihn schmücken. Am Abend ist es endlich soweit. Mama und Papa zünden die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum an. Alle singen gemeinsam Weihnachtslieder und wünschen sich ein frohes Weihnachten. Ja, genau. Bitte noch einmal Osanit, bevor es ins Bett geht. Genau. So, mein Schatz. Versuch Nummer 4. Wir jetzt kämpfen schon wieder. Schon wieder 11:30. Die Kleine ist nur am Schreien. Die Backenzähne, dies, das, Ananas. Nummer 4. Wir haben auch noch 2 Türchen, Schatz. Yes. Hast du gesehen, dass da so eine Bilder sind? Sieht aus wie eine Zimtschnecke. Ja, ja. Ist lecker. Wie eine Zimtschnecke. Nummer 5. Heizhörmann, ich muss kurz spülen. Ich fasse es nicht. Minuten später. Das ist Kaffee. Gut. Wow. Lass Papa ran. Was jetzt? Nee, nicht hier. Ich würde so gerne die ganze Kugel im Mund stecken, aber ich muss immer vorsichtig einmal abbeißen. Musst du nicht? Mhm. Die hat mir richtig gut geschmeckt, so ein Kaffeeding. Ich fasse es nicht. Oh, oh. Ist die nicht Hammer, Engel? Was hat die mit mir die letzten Jahre gemacht? Die waren so gut, man riecht das auch vorher trotzdem eigentlich nicht, ne? Man wird immer vorsichtig. Erklär mal ein paar Zuschauern, warum, viele fragen immer, warum riechst du da dran? Es sind ja neue Zuschauer dazugekommen. Seit 3 Jahren, drei, ne? 4 Jahre. Nee, schon seit Hayley geboren ist. Okay. Also seit 5 Jahren, seit 5 du armes Würstchen. Ich habe eine Praline immer geprankt und da ist alles drin, von Katzenbrecki, Knoblauch, Zwiebeln, Mundgeruch, Pups, alles. Nee, Pups hatten wir noch nicht, das kommt dieses Jahr. Okay. Mega, die fand ich gut, ich sag auch Kaffee, Inge. Kaffee und Zimtschnecken, ne? Ja. Hey, wir haben dran gedacht. Lebkuchenpraline. Krass, ich dachte, das Lebkuchen, ist Zimtschnecken. Ich weiß es nicht. Aber Kaffeekleeblatt war richtig. Das war mega lecker. Eieiei, die kennt man auf jeden Fall. Cindershocks? Nee, nee, diese Melonen. Diese, die innen drin so ein bisschen, ich glaube, brausig sind, ne? Und? Die Knabberkette. Oh mein Gott, ja. Das ist richtig Retro-Erinnerung. Ja, total. Das haben wir doch jetzt. Früher waren es die Ketten, jetzt hat man das doch im Nachtschrank als Schlüppi, oder ganz nicht? Ganz genau. Wir Süßen, wir werden jetzt auf die Couch gehen. Ich hoffe, du hast die Zeit, mein Schatz. Was war das denn gerade? Verabschieden. Ich will nur noch auf die Couch. War das nicht der hier immer? Ja, der Hawaii-Groß. Du bist durch, Engel, ne? Ich bin heute bin ich richtig durch, aber ich freue mich auf die Couch. Ich mich hoffe, auch. Du bleibst bei mir. Oh. So, ihr Süßen. Bis morgen.